In Deutschland gibt es 11 Millionen Skifahrer. Ich bin Felix Neureuther und liebe diesen Sport. Skifahren gehört zur Kultur unserer Alpen. Meine Familie und ich sind auf Skiern aufgewachsen. Und diese Leidenschaft gebe ich an meine eigenen Kinder weiter. Ein Leben ohne Skifahren, für mich kaum vorstellbar. Dieses Erlebnis Natur, das ist für mich was Einzigartiges. Ich erlebe selbst die Problematik von Klimaerwärmung und Wintersport. Sehe jeden Winter, dass der Naturschnee immer weniger wird. Der Klimawandel schafft Fakten, die sich nicht mehr ignorieren lassen, sagt der Meteorologe Sven Plöger. Kann man als Mensch, um Wintersport zu betreiben, ewig gegen die Naturbedingungen ankämpfen? Ist das vernünftig? Warme Winter, überlastete Alpen. Geht das noch? Skifahren trotz Klimawandel? Vor allem wann, wo und wie? Natürlich spüren wir auch in meiner Heimat Garmisch-Partenkirchen den Klimawandel. Die Durchschnittstemperaturen steigen und oben auf der Zugspitze schwindet der Gletscher. Für mich ist Skifahren ein wichtiges Naturerlebnis, dessen Werte für Kinder, Jugendliche und einen großen Teil unserer Bevölkerung wichtig sind. Ich treffe den Klimaaktivisten Michael Bröttl. Er ist gegen Kunstschnee und findet auch Skilifte problematisch. Skisport zu verbieten wäre in meinen Augen fatal. Aber wir brauchen ein neues Bewusstsein. Ich möchte mit diesem Film zum Nachdenken anregen, nach Beispielen suchen, engagierte Menschen treffen, Ideen anhören, Impulse setzen. Wir leben hier vom Tourismus. Ja. Arbeitsplätze und so weiter. Wenn du das den Menschen hier nimmst, dann sind wir hier letzten Endes eigentlich fast verloren. Letzten Endes ist es eine grundsätzliche Frage wie die Braunkohle in Nordrhein-Westfalen. Es geht um einen tiefgreifenden Strukturwandel. Und die nächsten 4, 5, 6 Jahre wird das vielleicht noch so weiterlaufen. Aber ich bin überzeugt davon, dass auch das Pistenskifahren mit Schneekanonen unterhalb von 1400 Metern, da gibt es etliche Studien, einfach keine dauerhafte Chance hat. Ein Verzicht auf Beschneiung könnte Deutschland in einem Winter 12 Millionen Kilowattstunden Strom sparen. Damit könnte man 70 Millionen Kilometer mit einem Elektroauto zurücklegen. Michael Bröttl und ein knappes Dutzend weitere Aktivisten wollen ein Zeichen setzen. Gegen den in ihren Augen unnötigen Stromverbrauch der Lifte und Schneekanonen. Es wurden unglaublich viele Landschaftseingriffe gemacht mit Speicherteichen, mit Skipisten in den letzten Jahren. Und zum Glück gibt es keine neuen. Und wir dachten, das Thema wäre so ein bisschen durch. Aber jetzt gerade mit dieser Energiekrise ist das Thema so präsent wie noch nie. Ja, und da wollen wir darauf hinweisen, dass es eigentlich nicht mehr zeitgemäß ist, Schneekanonen einzusetzen. Mitten in der Nacht geht es auf den Garmischer Hausberg. Die Gemeinden im Voralpenland sparen Energie, wo sie können. Sie schalten die öffentliche Beleuchtung ab, heizen Schwimmbäder nicht mehr. Die Lifte fahren immer. Das finden die Aktivisten falsch. Wir wollen ein riesiges Peace-Zeichen auf die Skipiste zeichnen, um einen Ausdruck zu geben dafür, dass wir sagen, gerade auch in dieser angespannten Situation ist es wirklich fast schon heuchlerisch, Energie zu verpulvern mit Schneekanonen. Drüber und drunter soll noch Safe Energy natürlich stehen. Mal schauen, ob es klappt, weil wir haben schon gemerkt, die Düsen könnten einfrieren. Es ist saukalt. Schauen wir mal. Wir haben aber Thermoskannen dabei, um das wieder aufzuschmelzen. Ausgerechnet beim Protest gegen die Klimaerwärmung ist es bitterkalt. Die Sprühdüsen frieren immer wieder ein. Das Peace-Zeichen wird gekleckert statt gesprüht. Eine Blockade der Piste oder der Lifte haben sie nicht geplant. Blockade haben wir noch nicht gehabt. Wir versuchen eigentlich, ähnlich wie Greenpeace, gute Bilder zu erzeugen. Weil in der Natur tust du eh kaum jemanden blockieren. Also das ist nicht unser Ansatz. Wobei wir durchaus Verständnis für die letzte Generation haben. Die kommen auch in unserem Flyer-Text vor. Wir alle sind die letzte Generation. Schließlich ziert ein Peace-Zeichen aus Lebensmittelfarbe den Hang. Ein paar Wochen später am Obsteig in der Nähe von Innsbruck.
Der Weihnachtsschnee ist restlos geschmolzen. Meteorologe Sven Klöger ist mit zwei Gemeindemitgliedern verabredet. Sie wollen ihr ehemaliges Skigebiet zeigen. Mann, das ist ja eine Wetterlage heute. Beim Herkommen habe ich gerade gedacht, das ist ja das absolute Wintermärchen, was ihr hier habt. Ja. Oh, wie fühlt ihr euch da? Das ist schon mühsam, gell? Am 20. war noch alles tiptop. Da war es noch kalt und hat man einen Schnee machen können. Ja. Aber es war Naturschnee, natürlich so ungefähr 10 cm. Ja. Und dann nur mehr warm, warm, das warm. War praktisch, das waren die zwei kalten Wochen im Winter 2023. Ja. Es ist Anfang Januar. Die Berge sehen aus, als stünde der Frühling kurz bevor. So, jetzt fahren wir praktisch oben zur Liftstation hoch, zur Bergstation. Ja. Das ist ja tatsächlich von der Meteorologie her eine sogenannte Singularität. Also wenn du das über Jahre anguckst, haben wir tatsächlich dieses Ding, was Weihnachtstauwetter heißt. Ja. Also einzelne Jahre haben das immer schon mal gebracht, selbst wenn du noch mal weiter zurückguckst. Der Unterschied ist nur einfach, dass wir das jetzt immer häufiger bekommen. Ne? Ja. Also wir gucken jetzt, wenn man so will, wenn man heute hier rausguckt aus dem Fenster, dann gucken wir jetzt eigentlich in die Klimazukunft der nächsten 20, 25 Jahre, wie es dann fast immer wird. Hier hatte die Gemeinde vor 50 Jahren eine Liftanlage bauen lassen. Die ist nur rentabel, wenn zuverlässig Schnee liegt. Doch der bleibt immer häufiger aus. Statt in Kunstschnee zu investieren, baute die Gemeinde die Lifte wieder ab. Wir waren immer schon auf der Grenze, ob wir noch im Schneegebiet sind oder nicht. Geplant wäre eigentlich immer gewesen, dass man weiterfährt dann von hier zum Simmering, oder? Also praktisch, dass hier nochmal ein Lift installiert wird. Und dass man dann von hier nachher weiterkommt. Und die Entscheidung, hier wirklich Schluss zu machen, war einfach, Klimazukunft lohnt sich nicht. Genau, die Klimazukunft und vor allem auch die Finanzierung natürlich. Ja. Es hat niemand gesagt, also für so ein Skigebiet gibt es keine Finanzierung. Die Liftmasten samt Betonfundamenten sind weg. Nur das Lifthäuschen steht noch. Hier kam dann auch der Sessellift ja an, ne? Genau, hier ist der Sessellift angekommen. Also das ist ja schon noch irgendwie ein schönes Relikt, ne? Ist ein schönes Relikt, ja. 13 Uhr. Läuft die noch? Guck mal, es ist gerade 13 Uhr, das ist aber ein Zufall, ne? Nein, die läuft, ja. Ach, die läuft noch. Sie mit Batteriestrom war hier nie. Man hat hier einen Ofen gehabt, wo sich der Mitarbeiter da drin aufwärmen konnte. Wollen wir mal reingehen? So, grüß Gott. Ach ja, hier. Ja. Ist noch der. Ist noch der alte Ofen. Ja, und jetzt die Tourenskifahrer. Die machen auch manchmal hier noch Feuer, um zum Aufwärmen oder wenn sie sich umziehen. Also das Ding funktioniert einfach noch, ne? Funktioniert, ja. All das ist natürlich genial. Ja. Da hast du alles noch, was du brauchst. Ja. Wenn wir diesen Blick jetzt haben, wird mir klar, hier kann man keinen Wintersport betreiben. Jedenfalls nicht regelmäßig. Einzelne Jahre, das ist auch meteorologisch spannend, werden natürlich auch in Zukunft schneereich sein. Dann kann man diese Gegend mal nutzen für Tourenski gehen oder so etwas. Aber das Grundsätzliche muss man ganz klar sagen, und das ist auch in den Alpen festzustellen, unterhalb von 2000 Metern werden wir durch den Klimawandel in Zukunft keinerlei Schneesicherheit mehr haben. Modernen Wintersport gibt es seit über 100 Jahren. Die Alpenregionen waren davor arm und litten jahrhundertelang unter strengen Wintern. Das hat der Wintersport zum Guten verändert. Immer mehr Menschen kommen, die Saisonzeiten werden immer länger. Viele Pisten sind deswegen künstlich beschneit. In Deutschland rund ein Viertel. In der Schweiz sind es die Hälfte, in Österreich 70%, in Italien sogar 87%. Dazu braucht es oft künstliche Speicherseen. Mehr als ein Drittel aller Skiresorts befinden sich in den Alpen, ebenso rund 40% aller weltweit vorhandenen Skilifte. Seit den 1970er Jahren hat sich das Verkehrsaufkommen in den Alpen durch den Warentransport, den Sommer- und Wintertourismus verdreifacht.
Vor der Corona-Pandemie machte Österreich über 26 Milliarden Euro Umsatz mit Sommer- und Wintertourismus. Das sind fast 8% des Bruttoinlandsprodukts. Kein Skigebiet darf es sich mehr leisten, das Thema Nachhaltigkeit nicht in den engsten Fokus zu rücken. Urlauber sollten darauf sensibilisiert werden und danach ihr Ziel wählen. Ich besuche Wagrain am Mooskopf im Salzburger Land. Wer seine Lifttickets online kauft, kann aus dem ganzen Bundesland umsonst mit öffentlichen Verkehrsmitteln anreisen. Seit diesem Jahr pendeln Elektrobusse hier direkt bis zur Piste. Wir haben ja immer so Manova-Umfragen. Und was wir sehen, dass seit ein, zwei Jahren das Thema Nachhaltigkeit total spannend ist und dass die Leute darauf ansprechen. Mhm. Sprechen Sie wirklich darauf an? Ja, schon. Also natürlich, die ersten Punkte sind immer noch Größe des Skigebiets, Pistenqualität, Präparierung, Breite der Skipisten. Das sind Kaufkriterium, warum sie in ein Skigebiet kommen. Aber auch das Thema Nachhaltigkeit kommt immer mehr. Und man sieht, dass die Leute darauf reflektieren und schon nachfragen. Auch der Hochleistungslift ist nagelneu. Flying Mozart heißt er und steht kurz vor seinem ersten Betriebstag. Wie viele Menschen kennst du transportieren mit der Bahn? Wir können da rund 4000 Menschen in der Stunde transportieren. Mit dieser Bahn, das ist wirklich die neueste Technologie, die wir da im Einsatz haben, bringen wir die Leute weg von unten und schaffen es auf den Berg rauf. Und oben können sie sie dann verteilen. In Zeiten des Strombedarfes ist es für uns natürlich auch ganz wichtig, dass unsere Maschinisten drauf schauen, sind viele Leute da oder sind wenig Leute da oder viele Gäste da. Und dementsprechend steuern wir auch das Tempo. Ja? Das heißt, wenn jetzt wenig Gäste da sind, dann fahren wir ein bisschen langsamer. Der Gast merkt es nicht, ob er 10 Minuten in der Gondel sitzt oder 12 Minuten, ist völlig egal. Aber wir sparen dadurch auch Strom. Der Strom kommt ausschließlich aus nachhaltiger Produktion. Für die Beschneiung der Pisten untersucht eine Expertenkommission, ob und wie sie ökologisch zu bewirtschaften sind. Nachhaltigkeit kostet Geld. Und dann muss ja letzten Endes auch der Kunde bereit dazu sein, für die Nachhaltigkeit auch zu bezahlen. Ja, aber da sind wir der festen Überzeugung, dass sich das auch irgendwann rechnet und dass es einfach der einzige Weg ist, den wir da einschlagen können. Ja, Seilbahnen sind ja so und so generell, werden sehr kritisch betrachtet. Und da, glaube ich, müssen wir einfach dagegenhalten und einfach aktiv sagen, wir tun was für die Natur, wir tun was für den Artenschutz. Die ganzen Maßnahmen, die ihr macht, werden dadurch die Tickets effektiv teurer? Bezahlt der Gast letzten Endes dafür? Nein, die Tickets werden dadurch nicht teuer. Das ist einfach unsere Unternehmensstrategie und Philosophie. Für uns ist es ganz wichtig, dass wir diesen Punkt, den Punkt der Nachhaltigkeit, jetzt müssen wir aussteigen, angehen. Und von dem her ist es eine aktive Entscheidung von uns gewesen, das einfach so umzusetzen. Und wir werden das nicht auf die Tickets umlegen. Nein, das ist nicht der Plan. Skifahren wird seit Jahren immer teurer und leider immer mehr zum Exklusivsport, was mir gar nicht gefällt. Für einen 6-Tages-Skipass zahlt man in den Alpen im Schnitt 300 Euro. Da stellt sich die Frage, sind Skifans überhaupt bereit, für mehr Nachhaltigkeit einen noch höheren Preis zu bezahlen? Hat der Tourist das Thema Nachhaltigkeit schon verinnerlicht? Also wie wichtig ist dem deutschen Touristen das Thema Nachhaltigkeit? Es gibt Unterschiede zwischen den verschiedenen Ländern. Also die deutschen Gäste sind besonders sensibel, auch vielfach schon mit sehr kritischen Haltungen zum alpinen Skisport eingestellt. Und die muss man genau da abholen. Und die muss man auch mit entsprechenden Angeboten in Anführungszeichen bedienen und das auch glaubwürdig tun können. Nachhaltigkeit kostet ja Geld. Die kostet Geld und die Frage ist auch, inwieweit kann ich das sozusagen umlegen, wie weit kann auch der Kunde da noch mitgehen. Das ist schon eine Frage, dass eben der Skisport auch nicht zu einer elitären Sportart von wenigen ist. Ist es schon viel zu sehr geworden. Wo man dann sagen kann, also das kann man sich nicht mehr leisten. Für mich geht es eigentlich darum, jeder von uns muss sich überlegen, wie er in Sachen CO2-Klimaneutralität dasteht. Und ich denke, man muss jeder seinen eigenen Weg finden und einseitig Sportarten, ob es jetzt Schwimmen im Hallenbad ist oder Skifahren, zu moralisieren, davon halte ich jetzt nicht so viel. Die Touristen wollen Schneesicherheit. Ohne künstliche Beschneiung könnten die meisten Wintersportorte in den Alpen wirtschaftlich nicht überleben. Hier werden unglaubliche 960 Schneekanonen überwacht und gesteuert.
Ab wie viel Grad kann man dann letzten Endes Schnee produzieren oder wann? Wir beginnen in der Grundbeschneiung bei minus 2,5 Grad Feuchtkugeltemperatur. Weil wir drunter brauchen wir einen kompakten Schnee, den kann man ruhig ein bisschen feuchter machen. Und auch die letzte Schicht oben machen wir einen trockeneren Schnee, damit es nicht eisig wird. Weil der auch richtig gut zum Fahren ist und nicht so eisig wird dann. Und hier sehen wir die Pisten oben am Sonntagskogel, da haben wir unser Schneiziel eigentlich schon erreicht. Weil unser Schneiziel jetzt für die Grundbeschneiung ist so circa 70 cm. Kunstschnee auf einen Hektar Piste braucht etwa 1 Million Liter Wasser. Steuern lässt sich alles per Handy-App, um nur so viel Wasser einzusetzen, wie unbedingt nötig. Die Pistenraupen sind online mit der Steuerzentrale verbunden. Am Display zeigt mir Peter, wo schon genug Schnee liegt und wo nachgearbeitet werden muss. Wir sehen hier, wir haben die Schneekanonen hier ziemlich in kurzen Abstand stehen. Und haben wir schon gut Schnee gemacht jetzt. Obwohl wir eigentlich immer nur Grenztemperaturen hatten um minus 2, 3 Grad, haben wir trotzdem jetzt durch das, dass wir so viele Schneeerzeuger hier haben, schon relativ gut Schnee machen können. Da, wo wir jetzt gerade fahren, haben wir 80 cm Schnee. Du siehst die Farben gleich wie am Leitsystem. Blau ist über 70 cm Schnee, gelb und grün, hier ist rot. Da haben wir nur 30 cm jetzt gerade. Und da sehen wir das Geländemodell. Ich sehe jetzt, wie viel Schnee habe ich vor der Maschine, wie viel habe ich unter der Maschine. Wenn ich jetzt sehe, ich habe da vorne eine rote Stelle, dann kann ich mir da von der blauen Stelle einen Schnee mitnehmen, schieb den davor auf die rote Stelle, lass den da langsam wieder auslaufen und baue mir somit hier einen Schnee auf. Wir haben im Moment die Situation, dass wir bereits in Österreich 70% der Fläche, die wir für das Skifahren nutzen oder für den Wintersport nutzen, kann ja auch noch mit Snowboard unterwegs sein, bereits beschneien müssen. In der Schweiz sind es 50%. Das führt zu unglaublichen Kosten, die natürlich auch den Wintersport teurer und teurer machen. Es führt zu der Fragestellung, was machen wir da mit der Natur? Also wie schafft man die Balance Nachhaltigkeit, Wintersport, Wirtschaft, für eine Klimazukunft, die eine schwierige ist? Wie schaffen wir das, dass alle Bereiche berücksichtigt werden? Den meisten Skigebieten ist längst klar, dass sie ohne Nachhaltigkeitskonzepte keine Zukunft mehr haben werden. Der Prozess ist angestoßen, doch der Weg zur Klimaneutralität ist noch weit. Ich frage die Geschäftsführerin nach konkreten Zahlen. Kann man das ungefähr beziffern, was den CO2-Ausstoß betrifft? Wenn man sich die Bergbahn anschaut, dann haben wir in einer Wintersaison rund 4.150 Tonnen CO2, die wir verbrauchen, wobei rund die Hälfte davon durch die Beschneiung kommt. Das heißt, das sind unsere Pistengeräte, die ja im Moment noch nicht CO2-neutral fahren. Und so versuchen wir halt von unserem großen Paket, das wir haben, Stück für Stück diese CO2-Ausstöße zu reduzieren. Was mir fehlt, ein zuverlässiges und unabhängiges Bewertungssystem, mit dem ich als Urlauber beurteilen kann, ob ein Skigebiet nachhaltig wirtschaftet oder nicht. In so einem Wettbewerb ließe sich Umdenken am besten erreichen. Für Hotels gibt es schon Biozertifikate und Nachhaltigkeitsstandards. Urlauber können darauf achten, ob ihre Unterkünfte nachhaltig wirtschaften. Zum Beispiel Elektrofahrzeuge für den Gästetransport einsetzen, wie dieses Hotel in Garmisch. Herzlich willkommen. Martina Sand. Schön, der Artemide. Herzlich willkommen. Guten Morgen. Wer hier so freundlich begrüßt wird, ist kein Gast. Armin Wolf ist Mitarbeiter eines anerkannten Biozertifizierungsunternehmens. Das Hotel hat sich um eine Plakette beworben und er prüft nach, ob die Angaben stimmen. Dass zum Beispiel beim Frühstück auf Plastik verzichtet wird. Welche Obstsorten angeboten werden, welche Produkte regionaler Herkunft sind. Wir versuchen unser Bestes. Auf der anderen Seite sind wir natürlich auch ein Hotel. Mhm. Der Gast erwartet gewisse Sachen. Ja. Auf andere Sachen verzichten wir, wo wir einfach sagen, Lachs. Lachs haben wir nicht vor der Tür, deswegen gibt es keinen Lachs. Okay. Deswegen gibt es jetzt im Januar auch keine Erdbeeren. Ist einfach so. Armin Wolf will jetzt einen Blick in die internen Daten werfen.
Der Fachbegriff Audit. Dass Hotels bei den Angaben schummeln, kommt selten vor, sagt er. Das würde sofort auffallen. Das, was man nicht lebt, fällt dem Hotel definitiv auf die Füße. Die Gäste merken sowas sofort und strafen sowas sehr, sehr ab. Und Greenwashing, da möchte keiner hinrennen. Deswegen machen wir dieses Audit. Das schließt halt eine Zertifizierung GreenSign mit ein, dass wir tatsächlich auch die Daten vor Ort prüfen und uns davon überzeugen, dass das auch der Wirklichkeit entspricht. Er möchte von der Managerin wissen, wie genau das Abfallmanagement funktioniert, wie viel Müll pro Jahr anfällt, was davon recycelt wird. Alles ist auf den Kubikmeter genau aufgelistet. Das Hotel hat angegeben, in eine Kartonpresse investiert zu haben. Auch die lässt sich Armin Wolf zeigen. Genauso wie die Herkunft und das Recycling-System der Getränke. Alles regional. Alles Mehrweg? Genau, das ist alles, was jetzt retour geht. Mhm. Das wird eben sortiert von den Kollegen. Mhm. Und dann geht es mit. Und am Ende gibt es für das Hotel eine Plakette. Sie sind jetzt auf dem zweithöchsten möglichen Bio-Level zertifiziert. Nur der Energieverbrauch ist insgesamt noch zu hoch. Herzlichen Dank. Also wir freuen uns sehr darüber. Regionale Produkte, Abfallmanagement, Elektroautos. Können diese Maßnahmen unser Klima retten? Das ist eine Frage. Eieiei. Wir brauchen auch da wieder, jeder Beitrag zählt. Wenn das Hotel zum Beispiel in diesem Jahr einen CO2-Fußabdruck stellt von 22 und sagt, wir haben pro Übernachtung so und so viel Kilogramm CO2 ausgestoßen und durch Prozesse quasi den CO2-Fußabdruck im nächsten Jahr um ein Kilogramm gesenkt. Wenn man das hochrechnet auf ein Haus dieser Größe, dann hat man schon einiges an Tonnen gewonnen. Urlauber können auch bei Ausrüstung und Bekleidung umdenken. Der Umsatz in dieser Branche ist gigantisch. Mehr als 12 Milliarden Euro weltweit pro Jahr. Die Anbieter haben inzwischen das Thema Nachhaltigkeit für sich entdeckt. Alles ist verantwortungsvoll, recycelbar, öko, regional, organisch. Viele Ausrüster strengen sich an, garantieren die Reparaturfähigkeit ihrer Produkte, experimentieren mit recycelbaren Stoffen. Diese Firma bei München hat sich dem Thema Nachhaltigkeit verschrieben. Ausnahmsweise darf ich mal genauer hinsehen. Schlecht. Das ist sowas von heimlich hier. Das ist nämlich ein absolutes, also ich kann noch nicht mal sagen Herzstück, weil es dafür viel zu sensitiv und sensibel ist. Ich glaube, hier war auch noch niemand, der eigentlich extern ist. Es ist unser. Das ist dann eine Gruppe. Also das ist schon spannend. Es ist schon super spannend, weil es sind Module, an denen wir ausprobieren, testen, so ein bisschen checken, wie denn eigentlich was geht, was Richtung Innovationen oder komplett andersdenken ist. Aber es ist auf kleinem Rahmen. Also es ist. Okay. Ja, ich bin gespannt. Nur du. Nur ich. Sieht so sehr keiner. Das große Ziel heißt Closing the Loop. Den Kreislauf komplett schließen. Alles wiederverwerten, von alten Jacken bis zu PET-Flaschen. Die können hier direkt klein gemahlen werden. Und jetzt kannst du das damit in Bewegung setzen. Und jetzt siehst du hier unten die einzelnen kleinen Teilchen, die rauskommen. Ja. Recycling ist der Schlüssel für das, worüber wir nachdenken, wenn es um Nachhaltigkeit im Allgemeinen geht. Und im Wintersport deswegen besonders, weil wir eine Membran herstellen, die deine Hose, die du dabei hast, Wintersportklamotte an sich, wasserdicht und atmungsaktiv macht. Okay, und kann man sagen, wie viele so PET-Flaschen ungefähr in eine Hose eingearbeitet werden? Ich weiß, dass du mich darauf festnageln willst. Ja, ich brauche eine Zahl. Du brauchst eine Zahl. Also deine Hose wird wahrscheinlich sowas wie 32 PET-Flaschen in sich haben. Ich bin sozusagen ein fahrendes Recycling... Ein Recycling-Container. Container. Ja. Grundsätzlich ja. Es ist zu diskutieren, wie das in der Zukunft für Recyclingverfahren weitergeht. Deine Hose hat 32 Flaschen, einen Rucksack, einen Turnschuh, eine Jacke,
Überall sprechen wir über PET-Flaschen. Aber eigentlich das wirkliche Problem wird sein, wenn wir über Recycling und Kreislaufwirtschaft reden. Das ist das, was auch den Wintersport gerade enorm beeinflusst. Es wird nicht unendlich viele Plastikflaschen weiterhin geben. Und da wird das Thema dann spannend. Was ist denn eigentlich recyclingfähig? Worüber reden wir bei einer Funktionsklamotte? Was brauchst du da für Technologien? Und in dem Moment, wo das alles aus Polyester besteht, kannst du es auch tatsächlich wieder komplett dem Recycling zuführen, so wie die. Aber ich tue jetzt nicht die Hose hier in den Schredderer rein. Die Hose tust du im Bestfall dann irgendwann in den Schredder rein, ja natürlich. Weil dann ist alles so aus Polyester. Deswegen. Ah, das wäre krass. Und das ist das Ziel. Das ist das Ziel der Kreislaufwirtschaft in der Textilbranche, dass das funktioniert. Zum Prinzip eines geschlossenen Systems gehört auch, kaputte Ausrüstung zu reparieren. Das will ich an meiner alten Skihose selbst ausprobieren. Was mache ich jetzt mit meiner Hose? Die auf jeden Fall reparieren lassen, solange es geht. Und das ist jetzt in dem Fall, nähst du es quasi zusammen und das wird auch dann noch mal so vertaped. Das wird einfach noch mal so schön neu gemacht, dass du die kannst noch ewig fahren. Ja, und das, glaube ich, ist so das Ziel. Die Mitarbeiterinnen schwören, dass sogar meine uralte Hose noch zu retten ist. Selbst ist der Mann. Reparieren will gelernt sein. So, Spezi, die müssen wir da jetzt reinkriegen. Ja, wie soll das funktionieren? Bis ich den Faden da eingefädelt habe, sage ich, da könnten sie eine neue Hose produzieren. Da gibt es einen Unterfaden und Oberfaden. Es gibt einen Unterfaden und einen Oberfaden. So wie es einen Innenski und einen Außenski gibt. Ja, das ist gar nicht so blöd. Wow! Alter Schwede! Ich weiß aus eigener Erfahrung, dass sich auch andere Bergsportfirmen immer stärker mit diesem Closing the Loop beschäftigen. Das ist eine gute Nachricht und meine Hose ist auch gerettet. Auf geht's zum nächsten Drehort. 14% der Deutschen fahren regelmäßig in den Skiurlaub. Fast alle kommen sie mit dem Auto. Der größte Klimaschaden entsteht nicht im Urlaub vor Ort oder durch die Benutzung von Skipisten, sondern durch die An- und Abreise. Sie macht ca. 60% des CO2-Ausstoßes aus. Bus und Bahn wären die umweltfreundliche Alternative. Das probiere ich aus. Ich fahre also von Garmisch mit dem Zug nach Zell am See und weiter mit dem Elektrobus nach Kaprun. Servus. Fährst du auch zum Skifahren oder zum Snowboarden? Ja, nach Seefeld. Aha. Hast du schon öfter gemacht mit der Bahn? Ich fahre eigentlich tatsächlich wirklich immer mit der Bahn ins Skigebiet. Mein Auto ist zu klein für den ganzen Krempel. Und bist du happy damit? Also ist ja ganz praktisch, oder? Also wenn man jetzt aus München kommt, ist man ja schnell im Skigebiet. Braucht man nicht im Stau stehen? Braucht man nicht im Stau stehen, genau. Das Ticket nach Zell am See hat mich für die einfache Fahrt 56 Euro gekostet. Mein Auto verbraucht im Durchschnitt 7,5 Liter. Das wären ca. 30,75 Euro für die 200 Kilometer. Mit dem Zug bin ich 4 Stunden unterwegs. Mit dem Auto würde man ca. 3 Stunden brauchen. Natürlich nur ohne Stau. Mit dem Auto hätte ich allerdings laut CO2-Rechner 31,4 Kilogramm CO2 ausgestoßen. Mit der Bahn dagegen nur 8,7 Kilogramm. Allein mal die Tatsache, dass wir jedes Jahr 100 Millionen Touristen im Alpenraum haben. Also ich gönn's jedem und jeder. Davon übrigens 75 Millionen mit dem Auto. Was ja noch dazu führt, dann gibt's hier noch 13 Millionen Menschen, die hier noch leben, auch noch Auto fahren, 10 Millionen LKWs. Das kommt alles zusammen und bläst natürlich alles Abgase in diesen kleinen Naturraum. Dann gibt's so Talwindsysteme, die das überall hindrücken. Das heißt, die Verteilung funktioniert auch sehr gut, nicht in dem Sinne, den wir uns wünschen. Das heißt, wir müssen uns überlegen, wie viele Leute gehen eigentlich so in die Alpen rein. Müssen wir uns irgendwann erlauben, die Menge zu kontrollieren? Passt es dann dazu, dass man eben Skigebiete so vollfüllt mit Riesenliftanlagen, dass immer mehr Leute in immer höherer Frequenz in diese Berge hineinkommen? Wir alle müssen uns ändern und verändern, weil sich um uns herum so viel bereits geändert hat. Nirgendwo ist der Klimawandel dramatischer sichtbar als im Rückgang der Gletscher. Der Klimawandel ist Fakt. Wir sind in Kaprun, im Salzburger Land, am mächtigen Kitzsteinhorn. Hier auf über 3000 Metern und direkt an der Grenze zum Nationalpark Hohe Tauern spürt man die hochalpine Natur mit allen Sinnen.
Die zwei Gemeinden Zell am See und Kaprun sind in Österreich eine Klima- und Energiemodellregion. Ich treffe Norbert Karlsberg, Vorstand der Gletscherbahn. Wie hat sich die Natur über die letzten Jahre verändert? Ich meine, ihr habt da noch einen Gletscher oben. Ja, man sieht ganz oben den Gletscher am Kitzsteinhorn, am Fuß des Kitzsteinhorn. Und der Gletscher war viermal so groß und er verliert bis zu einem Meter an Höhe pro Jahr in heißen Sommern. Und in den letzten 40 Jahren sind das immerhin 40 Meter an Höhe, die er verloren hat. Das ist ein kleiner Kirchturm, Wahnsinn. Das ist der Kirchturm von Kaprun. Was hat euch in dieser Region so zum Umdenken bewegt letzten Endes? Weil es ist uns das Bewusstsein für den Naturraum gewachsen und an dem haben wir dann die Projekte der Folgejahre orientiert. Also ist weniger oft mehr? Diese Bahnen, das Produkt einer Überlegung, auf eine Erschließung eines neuen Gebietes zu verzichten. Jetzt ist diese 3K-Connection auch eine Art Nahverkehrsmittel. Sie bringt Gäste, Skifahrer von Kaprun direkt aufs Kitzsteinhorn. Es ist elektrisch betrieben. Wir kaufen nur erneuerbare Energie ein, also wirklich CO2-neutral. Und wir ersparen so dem Kapruner Tal ca. 1,5 Millionen Pkw-Kilometer pro Jahr. 1,5 Millionen Pkw-Kilometer. Ja, das war die Summe, wenn so viele Gäste immer 7 Kilometer vom Ort Kaprun bis zur Talstation fahren mussten mit Autos. Und das kann man jetzt vermeiden. Man spart nicht nur Kilometer, sondern auch Stress. Sowohl für die Urlauber wie auch für die Einheimischen. Kaprun möchte auch beim Thema Energie ganz vorne sein. Den Strom mit Wasserkraft selber erzeugen, statt ihn von weit her zu importieren. Welches ist bei euch der wichtigste Hebel der Energiegewinnung? Wir versuchen wirklich die Wasserkraft zu nutzen. Wir haben große Höhenunterschiede, wir haben viel Wasser, Schmelzwasser. Und es ist die Möglichkeit gegeben, auch Energie, die in Windrädern erzeugt wird, während der Nachtstunden keine Abnehmer findet, zu verwenden, um Wasser aus einem tiefer gelegenen Stausee in einen höher gelegenen zu pumpen und während der Tagstunden dann wieder zu turbinieren, also wieder zur Energieerzeugung zu verwenden. Das ist sozusagen die große Batterie Österreichs, steht auch hier an der Ostflanke des Kitzsteinhorn. Schwerkraft erzeugt Strom, ganz umsonst. Und die Schwerkraft ist es auch, die mich ins Tal gleiten lässt und mir so viel Freude bringt. Auf 2040 Meter liegen die beiden Stauseen. 107 Meter hoch und 500 Meter lang ist allein die Staumauer und an der Basis rund 70 Meter dick. Über 80 Millionen Kubikmeter Wasser werden von der Talsperre zurückgehalten. Der Großteil des gestauten Wassers ist Schmelzwasser der umliegenden Gletscher. Was ist das jetzt da? Das ist das blaue große Handrad, mit dem kann man die Schleuse öffnen zu unserem Kleinwasserkraftwerk. Ja, siehst du, funktioniert super. Ja, perfekt. Also, es dauert jetzt ungefähr 20 Minuten, bis dass der Wasserschwall durch die Rohrleitung bis zur Turbine kommt. Und in 20 Minuten in etwa beginnt dann tatsächlich die Stromerzeugung. 20 Minuten? Die Turbine ist in einem ehemaligen Bergwerkstollen am Kitzsteinhorn. Es ist ein 400 Meter langer Stollen, der vor 80 Jahren gebaut worden ist für den Kraftwerksbau der Hauptstufe Carbon. Und jetzt können wir diesen Stollen auch nutzen für unsere Stromerzeugung in dem Rohr, das da an der Seite hängt. Und durch dieses Rohr kommt im Winter auch das Wasser für die Beschneiung aus den großen Stauseen des Kraftwerkes Carbon. Das mündet dann in einen noch größeren Stollen. Da können bis zu 36.000 Liter pro Sekunde durchströmen. Vor 20 Minuten habe ich oben am Stausee das Rad aufgedreht. Jetzt sind wir auf dem Weg in die Steuerzentrale. Darf ich nochmal draufklicken? Mit einem Mausklick beginnt die Stromerzeugung. Jetzt fährt die Turbine an. Jetzt beginnt auch dann die Stromerzeugung. Das sind ungefähr
450 Kilowatt Leistung. Und das wäre ausreichend, um eine Siedlung mit ungefähr 400 bis 500 Wohnungen mit Strom zu versorgen. Okay. Aber wir können natürlich bei uns auch die Schneekanonen damit versorgen. Die Turbine ist direkt nebenan. Sie ist viel kleiner, als ich gedacht hatte. Ja. Da kommt das Wasser aus dem Stausee über die Turbine, geht dann weiter in das schwarze Rohr im Stollen. Da wird der Strom erzeugt. Dieses System, habt ihr das nur ihr oder wird das woanders auch noch irgendwo eingesetzt? Es ist schon sehr speziell da am Kitzsteinhorn, weil wir diese alten, mächtigen Kraftwerksanlagen haben. Und jetzt sind wir natürlich froh, weil die Energiegenerierung ist wichtig, die CO2-Einsparung ist uns wichtig. Selbst der Schnee im Skigebiet hier oben ist oft kein Naturschnee mehr. So dramatisch hat sich das Klima verändert. Aber statt mit noch mehr Wasser Kunstschnee zu erzeugen, wurde am Kitzsteinhorn ein alternatives Schneemanagement eingeführt. Snow Farming nennt es sich. Große Bodenstrukturen fangen den natürlichen Schnee auf und sollen das Abschmelzen der Gletscher verlangsamen. Bei diesem natürlichen Snow Farming Feld kann man das sagen in Zahlen, wie viel Schnee erhalten bleibt dadurch? Das, was wir da herum im Sinne von Snow Farming schon vorbereiten für den nächsten Winter, aber auch über den Sommer, das ist Naturschnee. Das werden in etwa 100.000 Kubikmeter Schnee sein, der natürlich gefallen ist. Wir haben da herum Windfangzäune. Wir versehen die Oberfläche mit einer Struktur, sodass der Schnee nicht im wahrsten Sinne vom Wind verweht wird, sondern sich da in der Struktur verfängt. Das heißt, ihr könnt dadurch auch einen Gletscher aufbauen? Wir können da partiell im Nährgebiet des Gletschers den Gletscher helfen, dass er Masse aufbauen kann, die natürlich dann über die Jahre und Jahrzehnte wieder nach unten fließt. Auch wenn das allein den Klimawandel nicht aufhalten wird, die Idee zählt und die ist gut. Grundsätzlich sind es natürlich ein Stück weit Leuchtturmprojekte, damit man einfach auch, sagen wir mal, in den Köpfen der Menschen an der Haltung arbeitet. Ich glaube, es ist schon eine ganz starke Kopfsache. Wie steht man überhaupt zu der Thematik? Meinen wir, wir können machen, was wir wollen und haben eigentlich mit unserer Umwelt nichts zu tun, wird schon irgendwie gut gehen? Oder erkennen wir diese Zusammenhänge und versuchen dann durch Korrekturen ein Gefühl, eine Haltung zum Thema wirklich was zu ändern, auch dann in die junge Generation reinzutragen, die dann wieder ihren Kindern vielleicht von vornherein etwas anderes vermittelt, was wir überhaupt erstmal auf diesem Weg der Veränderung lernen müssen. Also das kann ich mir vorstellen. Aber es muss auch klar sein, diese Maßnahmen werden hier jetzt nicht innerhalb von Jahren wieder ein ganz anderes Landschaftsbild mit viel Schnee und Winter entstehen lassen, weil man alles korrigiert hat. Über die Verantwortung der Generationen, besonders auch unserer, will ich mit Simon Messner sprechen, dem Sohn der Bergsteigerlegende Reinhold Messner. Simon lebt in Südtirol. Über dem malerischen Schnalztal hat er seinen Bauernhof. Auch hier macht sich der Klimawandel bemerkbar. Temperaturanstiege von nicht mal einem Grad hören sich erstmal nicht schlimm an. Die Auswirkungen sind aber deutlich spürbar. Du bist selber Landwirt. An was kannst du speziell hier auch in der Region den Klimawandel festmachen? Es ist ganz schwierig geworden zu planen. Wie heuer hatten wir Juni, Juli null Niederschlag, einfach null. Gar nicht? Gar nicht, null. Keinen Millimeter. Das ist auch verrückt. Ich meine, wenn man runterschaut, das sind ja alles Apfelfelder. Ja. Hier ist ein Wein angepflanzt. Und zwar, ja. Also wenn du keinen Niederschlag hast, wie willst du? Schwierig. Wir sind absolut abhängig vom Gletscherwasser. Also wir bekommen das Wasser 13 Kilometer vom Gletscher. Und mit dem können wir bewassern. Wenn wir nicht bewassern können, dann ist auch dieser Hof nicht zu führen. Das heißt, wir sind sehr, sehr abhängig von dem, wie die Welt sich weiterentwickeln wird. Und wenn die Gletscher weiter schmelzen, dann ist es ein absolutes Problem für uns, ein existenzielles Problem. Wie siehst du die Entwicklung der Gletscher über die letzten Jahre? Also lange Zeit ist es mir natürlich in Europa aufgefallen, dass sie schwinden. Am Anfang noch relativ überschaubar, aber jetzt von Jahr zu Jahr schneller. Man ist ein biologisches System sozusagen. Ist ja meistens so, dass es am Anfang langsam beginnt, immer schneller, schneller, schneller wird, bis es dann kippt. Und bei den Gletschern sind wir auf einem ganz hohen Level schon. Es dauert nicht lange, denke ich, dass die meisten Gletscher bei uns kippen werden. Die alten Burgherren Südtirols würden ihre Berge nicht mehr wiedererkennen.
Seit 1850 haben die Alpengletscher mehr als 60% ihres Volumens verloren. Wir sind uns beide einig. Jeder muss Verantwortung übernehmen und seinen Teil zur Reduzierung des CO2-Ausstoßes beitragen. Du bist ja familiär auch sehr geprägt, was die Natur betrifft. Wie sehr siehst du unsere Generation in der Verantwortung, wie wir die nächsten Generationen weiterprägen müssen? Ich sehe eigentlich jede Generation in einer gewissen Verantwortung, vielleicht sogar die älteren Generationen mehr. Aber es trifft jede Generation mit den Problemen, die auf uns zukommen, zu leben, vor allem unsere Kinder. Und das ist eine große Möglichkeit, eben die Kinder so zu erziehen und das Bewusstsein für die Umwelt mitzugeben. Und es wird fast zu einer Art Pflicht, das zu tun. Glaubst du, dass man durch Protestaktionen auch etwas verändern kann oder verschafft es zu wenig Gehör? Ich bin absolut überzeugt, dass man dadurch was verändern kann. Und ich finde es sehr mutig, dass junge Leute wenigstens was tun. Und ich verstehe die alten weißen Männer nur teilweise, die das nicht gut heißen. Weil die Leute, die protestieren, die tun wenigstens etwas. Ja. Weil es ist ihre Welt. Es ist ihre Zukunft. Und wieso nicht darauf wir verkämpfen, sozusagen? Zurück in Garmisch am Hausberg. Das Peace-Zeichen der Klimaaktivisten ist schon nach wenigen Tagen ziemlich mitgenommen. Die Aktivisten tragen ihre Proteste jetzt hinunter an den Einstieg des Lifts, zum gut gefüllten Parkplatz. Michael Pröttl, der Organisator, will mit möglichst vielen Skifahrern sprechen, sie sensibilisieren, wenigstens nächstes Mal mit der Bahn anzureisen. Die hält direkt am Lift. Darf ich Ihnen einen Flyer vielleicht fürs Zuhause mitgeben? Wir sind selber Skifahrer, aber wir wollen so ein bisschen Impulse setzen. Aber keine Kosten. Tut mir leid. Dürfen wir euch was zum Lesen mitgeben? Nee, danke. Nein, danke. Darf ich Ihnen was zum Lesen für die Bahn? Ja, da haben wir ein bisschen Müll dabei. Danke, brauchen wir nicht. Darf ich Ihnen einen Flyer zum Lesen mitgeben für die Bahn oder zum Anstehen? Ja, also man muss wirklich zugeben, wir stoßen ja nicht auf offene Ohren. Die meisten sagen, nein, ich will damit aber nichts zu tun haben. Interessanterweise wird aber auch nicht gesagt, ja, also ihr seid total spinnert, sondern allen ist, ich nehme mit, dass den Leuten schon die Problematik bewusst ist. Aber natürlich, wenn man hierher kommt und sagt, ich habe mir einen Skitag vorgenommen, den möchte ich mir nicht von den Umweltschützern verderben lassen. Damit muss man leben, aber wir wollen einen Anstoß geben und ich glaube, das gelingt mit dieser Aktion. Ich bin mir nicht sicher, ob solche Protestaktionen etwas bewirken. Ich bin für Ideenwettbewerbe, für Innovationen und Sensibilisierung. Ich bin für Belohnung nachhaltiger, beweisbarer Klimakonzepte und deren Umsetzung. Ich bin aber auch für Regeln zum Schutze der Natur. Das heißt für mich nicht, Urlaub im Schnee zu verbieten oder zu verteufeln. Es geht um den Beitrag, den jeder Einzelne leisten kann und auch will. Dieses Erlebnis Natur, das ist für mich was Einzigartiges. Wir müssen versuchen, dass die Kinder, dass die rausgehen in die Natur, dass sie wissen, okay, für was muss ich mein Leben leben, dass es auch nachhaltig funktioniert, auch für die nächsten Generationen. Da sind wir bei der Frage, wie vermittelt ein Skigebiet die Natur? Und ich habe da meine Zweifel, ob das Pistenskifahren mit Kunstschnee wirklich einen Naturraum noch vermittelt. Verändertes Bewusstsein und Nachhaltigkeit. Tourismusverantwortliche Industrie. Wir alle sind gefordert. Wintersport ist nicht nur ein Freizeitvergnügen und Lebensfreude. Er leistet auch einen wichtigen gesundheitlichen und sozialen Beitrag für unsere Gesellschaft. Für jung und alt. Gewinnmaximierung darf nicht im Fokus stehen. Gefragt ist ein lösungsorientierter Austausch zwischen Kritikern und Befürwortern. Wir alle sind jetzt gefordert. Jeder muss seinen Teil dazu beitragen, damit wir diesen Slalom der Zukunft bewältigen können.